So, dann haben wir einmal die Semmeln. So, passt. Wunderbar. Hey, Susanne. Hey, das ist ja schön. Ja, du, hör mal, die Mama hat mir erzählt, dass der Jonas in der Schule irgendwie Probleme hat. Was ist denn los? Ach, das wird schon. Susanne, warum sagst du nichts? Martin, du hast schon so viel getan. Ich wollte dich nach Andreas Tod nicht auch noch damit belassen. Ja. Also, was hat er? Naja, ich glaube, ihm fehlt jemand, zu dem er aufschauen kann. Sowas wie ein großer Freund. Meinst du, er mag angeln? Was mit dir? Ah, der wird sich bestimmt total freuen. Ich glaube, auf sowas wartet er schon ganz lang. Na gut, dann muss ich noch schauen, wo ich meine Angeln habe. Machen wir morgen um eins. Toll. Freut er sich. Ja, so machen wir das. Tschüss. Bis morgen. Ich muss los, die Lili von der Schule abholen. Ciao. Ja, grüß schön. Ja. Warte doch, Engel. Nein, ich bin nicht Engel. Aber wenn du noch einer bist. Ja, bin ich nicht. Was wollen wir denn heute unternehmen? Wir? Wie wär's mit Kino? Wie wär's mit deiner Beerdigung? Dann könnten wir uns im Himmel wiedersehen und für immer zusammen sein. Jetzt hau endlich ab, Tim. Die anderen schauen schon. Das ist mir egal. Ja, mir aber nicht. Lili, du solltest zu deinen Gefühlen stehen. Ich sollte also zu meinen Gefühlen stehen. Ja, Liebste. Hallo. Entschuldigung. Gib Gas. Hey, was ist? Gib Gas. Es gibt Gas, so richtig? Ja, volle. Sag mal, wie geht's denn eigentlich deinem Patienten? Dem habe ich die Latten wieder sowas von hingehauen. Du hast was? Nein. Doch, selbst ist die Frau. Drück doch mal aufs Handy. Roman, was gibt's? Da ist gerade ein Fax für dich gekommen aus Hall. Kein Hinweis auf einen Erreger. EBV und IBC negativ. Die Blutplättchen sind reduziert. Das könnte die Ursache für die Hauteinblutungen sein. Was ist mit den Alpha 1, Alpha 2 und Beta-Globulin-Werten? Alles ganz normal. Fehlt nur noch der HIV-Test. Okay. Sag mal, der Name Markus Ludwig, war der nicht mal Priester in Hall? Ja, warum? Weißt du, warum er kein Priester mehr ist? Nein, woher soll ich das wissen? Ja, man munkelt, er habe eine Messdienerin missbraucht. Nein. Er ist damals aus dem Priesteramt geflogen oder abgetaucht. Gerichtlich verfolgt wurde er nicht, soviel ich weiß. Von mir hat er erzählt, dass ausschließlich die Liebe zu Gott in Erfüllung. Kannst du mal sehen. Also wenn das mit dem Zölibat nicht stimmt, dann kommt natürlich HIV sehr wohl in Betracht. Und ich, Idiot, gebe ihm noch ein Präparat zur Immunstärkung. Also wenn er tatsächlich HIV hat und seine Lymphozyten geschwächt sind, dann könnte das die Viren explosionsartig steigen lassen, mit unkontrollierbaren Folgen. Ja gut, ich kümmere mich drum, danke. So, Süße, ich habe jetzt noch einen Patienten, ich lasse dich an der Bushaltestelle raus und du nimmst den Bus nach Hause, ja? Mhm. Ich hab dich lieb. Mhm. Als Chauffeur bist du gefeuert! Oh. Martin Grube hier, Elmau. Wir brauchen Hubschrauber. Ja, Einsatz. Lübeckler Hütte. Jetzt. Danke. Herr Ludwig? Markus Ludwig 32. Wenn Bewusstlos von einem Haus aufgefunden war, wäre das Fluss kurzzeitig Hypoton. Nach Volumen, Ethylephrin. Jetzt wieder Kreislauf stabil. Wie sind die anderen Werte? Okay, Sättigung bei 95 gleich bleiben. Deutliches pulmonales Rasselgeräusch. Möglicherweise HIV-Patient. Ich, Idiot, habe mein Immunaufbaupräparat gegeben. Bist du sicher, dass der Bosch ein Priester ist? Na, er war Priester, sagt er. Er kommt aber mit den Menschen nicht klar, sagt er. Ja, wenn ich HIV hätte, würde ich das wahrscheinlich auch sagen. Ja.
die Ergebnisse des Schnelltests. Der PCR-Test kommt erst in 2 Tagen. Aber du weißt so gut wie ich, dass er niemals vom Schnelltest abweicht. Positiv, also doch. Sag ihm, dass der liebe Gott nicht vor Geschlechtskrankheiten schützt. Kondome schon. Was bekomme ich da? Wissen Sie, was das hier ist, Herr Ludwig? Das ist Ihr positiver HIV-Test. Das kann nicht sein. Das ist ein Irrtum. Ein Irrtum, ja. Was ist denn damals passiert, Herr Ludwig? Sie spielen auf den Skandal an. Warum sind Sie damals aus der Kirche geflogen? Es gab keinen Grund. Ich habe dem Mädchen nichts getan. Es gab nicht mal einen Prozess. Und Sie sind damals aus der Kirche geflogen, weil Sie nichts getan haben. Sie erzählen mir, dass Sie im Zölibat leben, dass Sie mit Sex nichts am Hut haben. Was haben wir jetzt? Einen positiven HIV-Test, einen untergetauchten Priester und einen Sexskandal. Ich sag's mal so. Die Fakten sprechen gegen Sie. Mal wieder. Die Fakten sprechen immer gegen mich. Das kenne ich. Das ist dann wohl mein Schicksal. Wir haben die Organe super angenommen. Es gibt nicht die geringsten Abstoßungsanzeichen, als ob es... Als ob es was? Sie meinen, als ob es... Als ob es eine Art Vorbestimmung gibt? Ja. Klar, die Frage kann man sich immer stellen. Und haben Sie schon eine Antwort darauf gefunden? Nein. Ihre Verlobte muss es irgendwie gespürt haben, dass die beiden es schaffen werden. Wenn Sie meinen. Der Kreißsaal. Man sieht sich. Ja. Herr Dr. Gruber. Herr Seidel. Hallo. Wir können heute das Krankenhaus verlassen. Gratuliere. Wir werden ewig in Ihrer Schuld stehen. Nein, bestimmt nicht. Frau Junging hat so gewollt. Meine Frau und ich, wir wollten Sie zum Essen einladen. Morgen Abend, bei uns oben. Sie müssen sich ja nicht gleich entscheiden. Ich melde mich. Ich melde mich.